Wahrscheinlich soll man da nicht einfach in den Energiestrahl reinlaufen, oder? Oh, wo kommen wir denn da raus? Kann ich da richtig weit runterfallen? Jetzt will ich mal gucken. Das interessiert mich. Und Achtung, junge Biene, das ist jetzt nur für dich. Da freust du dich bestimmt. Okay, ich dachte, das geht weiter. Nee, wir müssen eine Etage nach unten und dann müssen wir uns da doch wirklich rein. Da müssen wir da wirklich reinrutschen. Aber von hier oben ist es zu weit. Also, da geht's nicht. Ja. So, du auch noch. Aua. Sag doch, aua, scheiße. Tut weh. Wie eine Quietsche. Meinst du jetzt der Typ, der gerade Sturm ist, oder was? 10 von 10 wegen dem Geräusch. Ah, das freut mich. Es freut mich, wenn dich doch noch das Spiel positiv überrascht, was das betrifft. Wieder ein Arbeitsunfall. Naja, genau. Immer. Ich meine, werden die wirklich so gut von Werner bezahlt, dass sie das über sich ergehen lassen? Ah! Mensch, ich springe einfach zu weit. Ich bin da irgendwie so ein bisschen übermütig. So, jetzt einfach normal springen, dann klappt das schon. So, sag ich ja. So, und jetzt. Ah! Also, hier kommen wir gar nicht durch. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen, ne? Oder sollen wir. Ne, jetzt müssen wir irgendwie öffnen. Ja, scheiße. Ich will was übersehen. Also nochmal nach oben. Oh, la. Aber das ist halt schon irgendwie. Also man stellt sich mal vor, man hätte das jetzt wirklich übersehen mit den. Mit den Dings, ne? Also mit diesen Ostschafts-Dings da. Wenn da hätte man theoretisch. Also eigentlich. Obwohl, man hätte ja nochmal zurückgehen können. Das wäre ja möglich gewesen. Die Tür ist ja noch offen. Also. Aber da erstmal zu suchen, wer wäre denn auf die Idee gekommen, da nochmal nachzugucken? Ja. Also ich nicht. Na gut, das muss so nichts heißen. Ist also die Tür da vorne ist noch offen, immerhin. Ja, wie kommen wir jetzt weiter? Ah, hier unten müssen wir. Ah, ja, gut. Ja. Okay, wo laufe ich denn lang? Wo laufe ich lang? Oh, das war ein bisschen. Übermütig. Ja, wir hätten uns da wirklich dumm und dämlich gesucht, ja. Das glaube ich auch. Also, man geht halt nicht davon aus. Das war wie ganz am Anfang, wo war es in Alexandria oder so, da hat es ja auch so eine Stelle, wo du eine Tür plötzlich mit der Dings öffnen konntest, mit der Brechstange. Obwohl es nie vorher ging. Weißt du, das, darüber denkst du ja gar nicht nach. Magnetsteine, ja. Was muss das für ein Magnet sein hier? So, wollen wir uns mal in den Schaft fallen lassen. Und los geht's. Ah! Okay. Da muss ich wohl mit vollem Leben runterklatschen. Merk schon. Komm. Volles Leben und dann am besten von der Seite, wo so ein bisschen abgeschrägt ist. Wie von daher, dann geht's. Geht nicht! Hä? Muss doch gehen. Ich will, dass das jetzt geht. Wirklich, kann ich hier nicht irgendwie runterklettern und mich einmal fallen lassen? Nee. Weißt du was, dann müssen wir wahrscheinlich wirklich nochmal nach oben und da wirklich nach... Da wirklich reinschauen, so in diese Schächte. Muss ich da irgendwie vielleicht was sein? Vielleicht da noch irgendwas justieren muss, vielleicht hast du da wirklich recht gehabt. Ja, gucken wir nochmal da rein. Ist okay. Ich habe volles Leben, ja. Das war ja das erste, was ich jetzt gerade dachte, ne? Von wegen des.
ich da einfach reinfallen lassen muss, kann ich die Dinger wieder entfernen? Auch nicht. Das ist schon so richtig. Hier. Warte mal, ich habe gerade aber nochmal geladen, so. Großes Medikit, volles Leben. Weil das war jetzt auch meine Überlegung, dass ich mich halt einfach so fallen lassen muss, dass ich das trotzdem faktisch überleben kann. Weil wie soll ich es denn sonst machen? Die Tür da unten ist zugeschlossen. Die kann ich ja nicht einfach aufbrechen. Meiner männlichen Muskelkraft hier. Oh, Lara. Hier in dem Raum noch irgendwas, was ich übersehen habe. Ja, hier hat's. Nee. Das hatten wir schon alles. Ah, guck mal. Hier ist das offene Platz. Das war doch vorhin. Das war auch neu, oder? Ah, sieh mal einer an. Jetzt geht's. Jetzt öffnet sich das Ding. Okay. Okay, wieder so ein random Schalter, den man umlegen musste. Aber. Wir haben es eröffnet. Das ist schön. Das ist wunderschön. So. Dann haben wir es geschafft. So, warte mal, wo muss ich denn jetzt raus? Hier war das. Wieder schön durch die. Durch die schönen Magnetsteine. Ich habe Angst. Alle haben über Resident Evil 5 gelacht, als Chris die Steine mit der Faust geschlagen hatte. Lara hat's vorgemacht. Mit Schieben. Ja klar, Lara kann halt alles schieben, ne? Lara ist halt schon krass drauf, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Aber dann auf der anderen Seite hat sie dann manchmal Probleme, einfache Türen zu öffnen, weil die dann zu stabil sind. Heißt, wenn die Steine schieben kann, dürfte die so zwei so ein olles, altes, verrostetes Gitter mit einem kleinen Finger wegschnipsen, ja? Also. Das sollte ja für sie kein Problem sein, oder? Ei! Ah, was du? Ja, nicht rumballern, du bist tot. Ne? Ach ja, Fledermäuse, immer wieder. Ja, noch einer. Gib doch auf, du hast gerade gesehen, was mit deinem Kollegen passiert. Es reicht das nicht als Motivation, mich nicht anzugreifen. So, ich spüre das Ende. Das sind auch nur Blähungen, die ich spüre. Das kann auch sein. Aber ich hoffe nicht. Die nehmen ihren Job sehr ernst. Ja. Aber für welchen Preis? Na gut, vielleicht ist Werner ist wahrscheinlich reich. Wo kommst denn du her? Auf dich habe ich keinen Bock. Ja. Ne, vergesst es. Tschüss. Kein Bock auf euch. 3,50 €. Genau, oder? Er gibt ihnen ein Eis aus, ne? Wenn der Lara umgebracht hat, dann könnt ihr euch ein Schlumpfeis aussuchen. Irgendwie sowas, ne? Oh, wir sind der Tempel des Horus. Mit Viechern, die nicht nett aussehen. Können wir die da eingesperrt lassen, bitte? Wasser. Wasser. Oh nein. Wir haben unseren Wasserschlauch noch. Jetzt kommt dieses Wiegerätsel. Ach, was weiß ich, Alter. Ey, komm. Was? Oh, ich hasse solche Rätsel. Werde ich es heute noch schaffen? Ich weiß es nicht. Nein, nicht Nö. Mach mal. Horus mit der Bazooka, der vorsichtig, ja klar, weißt du. Der kommt gleich so wie Rambo, höchstpersönlich. Ich kipp da einfach mal alles rein, was ich habe. Ich mache das jetzt zwei, drei Mal und dann funktioniert es vielleicht. Oh, jetzt habe ich einen Strollern gehört. Ih, es kommt auf mich zu! Oh, weißt du was? Komm.
Wir holen die große Munition raus. Du stirbst jetzt. Stirb bitte. Soll sterben, habe ich gesagt. Komm, du musst sterben. Ich will das so. Nee, er stirbt nicht. Der will das nicht. Der hat da kein Interesse dran. Ja. Ah. Hä, wo ist denn jetzt? Der ist einfach durchgelaufen. Was mit meinem Sack, kann ich den wieder mitnehmen? Ich will da durch. Ja, oder ich muss jetzt das gleiche Rätsel nochmal machen, irgendwie ausgleichen, irgendwas, während das Vieh mich da verfolgt. Ja, komm, Lara, während du angegriffen wirst, kannst du ja mal deinen Sack auffüllen. Oh, kombinieren? Mit. Oh, nee, jetzt muss ich das mal. Ja, ja, mach. Oh Gott, das ist so ein Rätsel. Oh Gott, nein! Oh nee, bitte nicht. Lass mich alle in Ruhe. Lass mich in Frieden. Ich muss hier irgendwie mathematisch rechnen. Da ist es. Kombiniere das mit dem da geht nicht. So. Ja, kipp da rein. Ja, wisst ihr, ich kann ja nicht mal in Ruhe denken, weil das Ganze, weil das Vieh mich die ganze Zeit hier verfolgt. Große Feldwäsche mit 3 Litern, schön. Und was bringt mir das jetzt? Kann ich mir was zum Geburtstag kaufen davon oder was? Oh, ich speichere nochmal. Ich liebe das bei den Spielen, weißt du? Ja, offensichtlich ist die Waage noch nicht voll genug, ne? Muss ich die ganze Kacke nochmal reinkippen hier, oder? So. Nell? Okay, also da kann ich es nicht mehr verwenden. Das heißt, irgendwo muss ich das jetzt reinkippen. Vielleicht hier rein? Mensch, geh doch mal weg. Lass mich in Ruhe. Ja, ich geh weg, Mann! Kleine Feldflasche mit 3 Litern, große Feldflasche mit 3 Litern. Kann ich jetzt 6 wieder rausbekommen, oder was? Sowas liebe, ey. Ja, ich muss sie wahrscheinlich irgendwie, ich verstehe schon, ich muss die Waage wieder ins Gleichgewicht bringen oder irgendwie sowas. Ja, geh weg, ist gut. Lass mich in Ruhe. Du reizt mich gerade dezent. Hier drauf kippen. Ja, macht ja nichts, die kippt das einfach nur weg, die Scheiße. Ah. Ja, Katze. Kann ich dir helfen? Ich bin gerade selbst ein bisschen gestresst hier, ne? Ja, Mau. So, komm, kippen wir es nochmal drauf. Irgendwie wird es ja funktionieren. Also, wie gesagt, ne? Ich sage das an dieser Stelle. Mathematik war mein absolutes Hassfach. Das war mir schon zu schwer hier, ja? Was ist denn los, Katze? Ja, komm doch her. Alles gut. Ist gemein gemacht. Sehr schön, das freut mich. Oder ich muss das hier in die Mitte kippen, da irgendwie vielleicht einen Abfluss runter oder so. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht öffnet sich da irgendwas. Hast du Wasser auf der, aus der richtigen Seite gemacht? Warte mal, ich guck mir das jetzt mal an. Wenn das Vimini immer wegschubsen würde. Ist das unterschiedliches Wasser, kann das. Also das könnte natürlich sein. Ja, komm. Kannst ruhig machen. Ist okay.
Ich merke schon langsam, dass meine Geduld ein bisschen sinkt. Ich eigentlich mal sagen, irgendwie. Ja. So. Ja, es tut mir auch wirklich leid, ne? Also ich. Es ist aber einfach nur sowas, finde ich halt ultra nervig, ey. Wirklich, ich kann ja nicht mal in Ruhe wenigstens mal nachdenken und mir das anschauen. Weil ich die ganze Zeit von diesen Fehler penetriert werde, ne? Hier reinkippen in die Phasen ist ja auch Quatsch. Aber kann es töten? Oder was? Es blutet. Ja, das dachte ich mir. Waage muss ins Gleichgewicht, ja. Aber man kann es töten. Wow. Aber warum... Warte mal. Ja, dann kipp doch mal was rein hier. Aber irgendwie macht es ja nicht so. Manchmal hörst du so ein Strollergeräusch, manchmal nicht. So, machen wir zum Beispiel... Was? Warum kippt die das denn einfach weg? Ach komm, ich mach's nochmal. Also auf der anderen Seite soll ich scheinbar nichts drauf kippen oder so. Naja, ist egal. Ist egal, so. Katze, geh mal weg, ich seh nichts. Das heißt, es kippt. Ja, komm, kipp weg jetzt hier. Kommt schon das nächste Vieh. Kombinieren mit. Ja, es hätte ja sein können, dass ich trotzdem noch was auf das auf die andere Seite kippen muss vom Gewicht her. Das war so meine Idee. Trotzdem. Warum? Okay, also man muss perfekt vor dieser Waage stehen, sonst kippt es einfach weg. So, machen wir es nochmal. Also. 5 Liter. No. Doch. No. Nicht Nell. Du machst das jetzt. No. Das war falsch, was ich gerade gemacht habe. Gut, wir kriegen das hin. Alles gut. So, jetzt nochmal ganz langsam. Ganz langsam. So. Kleine Fellflasche. Auskippen. Das kombinieren wir mit dem hier. Haben wir jetzt hier 2 Liter. Wir speichern nochmal. Im Fall der Fälle, dass wir wieder daneben kippen. Oh, jetzt stellen wir uns perfekt davor. Und noch perfekter geht's nicht. Und ich würde sagen, einfach reinkippen, das Zeug, ne? Ah ja. Gut, haben wir das geschafft. Haben wir das geschafft. So, das Vieh da hinten bleibt einfach gefangen. Das ist schön. So. Okay. Also die Sache ist, ich weiß natürlich nicht, wie lange das Spiel jetzt noch geht. Aber ich habe eigentlich wollte ich nur bis 21.30 Uhr. Ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, wenn das Spiel jetzt noch zu 2 Minuten geht oder sowas. Weiß ich ja nicht, ne? Ja, also, keine Ahnung. Scheint ja schon das letzte Level zu sein. Wartet mal ganz kurz, ich bleib mal. Wartet kurz, Moment. Nee, ich will das jetzt durch hier. Durchspielen, komm. So. Oh, müssen wir jetzt einfach. Uah! Hilfe, Hilfe!
Ja. Okay, komm. Ziehen wir jetzt durch. Dürfte ja gelacht sein, aber das jetzt nicht schaffen. Was? Oh, das ist gar... Ernsthaft? Lass mich in Ruhe, Alter, schon wieder. Weil es so Spaß gemacht hat, ne? Aber wenigstens werden wir jetzt nicht von so einem Vieh penetriert, oder? Guck mal, hier sehen wir Wellen. 4 Wellen. Das heißt, wir brauchen 4 Liter diesmal. So. Ich kippe jetzt einfach mal rein. Na, lass mal mich selbst machen hier. Irgendwie kriege ich schon hin. Oh, das ist nicht das Gleichgewicht, das ist mir klar. So, jetzt muss man ein bisschen hier Mathematik anwenden, die ich nicht kann. Offensichtlich. So. Ja, oder es muss 1 Liter sein. Das kann auch sein, dass man mit CBD 4 anzeigen, so viel ist drinne, so stark ist es und 1 Liter brauchen wir. Bei 3 Liter geht ja gar nicht eigentlich, glaube ich. Ne? Das heißt sozusagen... Ich überlege gerade, warte mal. Das heißt, wir müssen... Ding füllen. Oh. Warum schüttest du das auf der Seite weg, wo ich das Monster aktiviert wird? Ja, gute Frage. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, kombinieren mit der Flasche da. 2 Liter. Ich bin echt durch heute, ich weiß auch nicht. Ich speichere mal nochmal. So, da haben wir 2 Liter. Da haben wir 3 Liter. Ich bin so kurz dazu. Ja, alles gut. Ich habe nicht gesagt, ich jetzt aufhöre. Alles gut. Alles gut. Oh, Feldflasche leer. 2 Liter. Oh, mein Gehirn platzt, ey. Ich hasse solche Rätsel. Ich habe die schon immer gehasst, wirklich. So, 5 Liter, 2 Liter. Ach, was bin ich hier? Komm. 2 Liter sind es nicht, ist mir auch klar, aber ich gebe es trotzdem rein, mal sehen, was passiert. Das ist eine gute Frage. Könnte man versuchen. Also man könnte es jetzt so interpretieren, dass man sagt, es sind 4 Liter, die reingekippt werden müssen. Aber dann müssen wir das 4 eigentlich aushalten, weil das resettet sich doch eigentlich wieder, oder? Momentan haben... Warte mal, ich lasse das mal im Leben, das Vieh. Nee, ich kann da nichts reinschütten, während das Vieh am Leben ist. Das geht nicht. Also ja, eigentlich müsste das ja Sinn ergeben, sozusagen, ne? Dass man sagt, hey... Ja, so, tot. Apropos tot, ich bin auch schon wieder fast tot hier. Ah... So, kombinieren mit der Feldflasche. 3 Liter, 2 Liter, so. Das heißt, 2 Liter sind drin. 2 Liter hauen wir noch rein, dann haben wir 4 Liter. Und das funktioniert nicht. Ja, laden wir jetzt kurz nochmal. Ja, welche Kombination gibt es denn noch, die wir jetzt hier durchführen können mit den 2 Liter haben wir drin. Oder können wir das so strecken, dass er vom Prinzip her... Warte mal, ich gebe die 2 mal weg hier.
Nee, warte mal, es gibt keinen Sinn, warte mal. Kann man auf die zwei jeweils 2 Liter verteilen? Geht das? Weiß ich gar nicht. Nein. Nee. Oh, 5 Liter. Ich weiß es nicht. Erstmal hallo Koschkali. Ich weiß nicht, ob es ein Jahr. Ich hoffe, dass es durchgespielt wird. Es wäre eine reinste Freude jetzt gerade. Ich bin ja gerade ein bisschen mit meinen Nerven am Ende, aber. 3 Liter, 2 Liter. So. Es gibt doch nicht diese beiden Kombinationen, oder bin ich jetzt hier. Dockers kommt komplett am Verzweifeln, ist vielleicht falsch, ne? So schlimm ist es noch nicht. So, warte mal. Es ist halt. Ich krieg das gerade echt nicht hin. Wie gesagt, Mathematik ist echt meine Schwäche. Selbst bei sowas ist es für mich schon. Hier so kleine Feldflasche, große Feldflasche. Oder kann man die noch stacken, theoretisch? Kann ich jetzt sagen. Ich kombiniere die mit der kleinen? Geht nicht. Oh. Was hast du jetzt gemacht? So, 2 Liter, 5 Liter, 7 Liter, 10 Liter, 50 Liter. No. Nicht no, no, mach einfach. Mach irgendwas. So. Ah, Lara. Wirklich, ich bin jetzt noch so schlecht. Ich krieg das hier nicht hin mit diesen. Warte mal, 5 Liter. 4 Liter. 2 Liter. Oh, kipp den Rest nochmal mit rein. Ich will es nicht, mach einfach. Er macht sie nicht. Ja, wenn ich wüsste, da müssen 4 Liter wahrscheinlich rein. So, das heißt, wir müssen jetzt diese Dinger so umkippen oder umschöpfen. Also, entweder muss da 4 Liter rein oder 1 Liter, je nachdem. Also, die Zeichnung an der Wand könnte heißen 1 Liter oder 4 Liter. Lalalala, so kann ich immer was wegkippen. Wenn ich das hier wegkippe, kommen da 3 Liter rein. Wenn ich das hier wegkippe, kann ich hier 2 Liter umschöpfen, was bringt mir auch nichts bringt. Nein. Warte mal. Oh, jetzt steht die Katze wieder direkt vom Monitor. Geh mal weg, bitte. Oh, kleine mit 3 Litern. Boah, jetzt fülle ich die. Weiß ich nicht. Werde ich die umschöpfen dahin? Dann habe ich 3 Liter. Benutzen wir die nochmal. Wirklich einfach, jetzt habe ich jetzt. Okay, jetzt haben wir 3 Liter. So. Ach, jetzt. Okay, oh, jetzt komm. Warte mal, jetzt. Nein! Nicht! Warte, warte, ist okay, ich kann es wieder nachfüllen. Ich kann es wieder nachfüllen. Alles gut. Zum Geburtstag schenkt mir die Feldflaschen, bitte nicht. Tut's nicht, lass mich in Ruhe damit. So, jetzt. Reinkippen da. 1 Liter. So. Ich hab's geschafft. Oh. Tja. So, 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 komm, komm, rein damit, rein damit. Reicht aus, ja? Komm. Wieso? 1 Liter. Ah ne, da muss ich doch die 4 Liter reinkippen. Okay. Ja, ist okay. Ist nicht schlimm. Ich habe einen Speicherstand. Alles gut. Ja, wie gesagt, das kann ja heißen, dass man sozusagen immer auf 5 kommen muss oder so, ne? Wer weiß. Also, so oder so. Aber ich hab's ja, ich hab's ja. Also von da ist alles im grünen Bereich hier. Ne, ist es nicht. Scheiße. Ne, jetzt habe ich hier wieder 5 Liter drin.
Eine mit 3 Litern, eine mit. Ach, gut. Oh Mann. Ich schaff das nicht. Wirklich, Jesus. Das ist nicht schön, ey. Das ist wirklich nicht schön. Oh Mann, Alter, warum muss so ein Rätsel gerade am Ende kommen, ey, weißt du? Es ist. Ihr könnt mich ruhig mit Gegnerhorden quälen, aber bitte nicht mit Mathematik, vor allem nicht da. Die Kraft der Logikrätsel, weißt du, Logik ist die Sache. Ich bin kein sehr logischer Mensch. Ja, das muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Ich werde jetzt nicht so lange rumschöpfen, bis ich irgendwas rauskriege, ne? So. Jetzt haben wir da 3 Liter. Jetzt habe ich wieder alles auf Anfang. Ja. Das ist wie Dark Souls, wenn man es schafft, ist man glücklich. Wahrscheinlich ist das super einfach, ich krieg's einfach nur nicht hin, weil ich einfach nicht in der Lage bin, Mathematik zu beherrschen, weißt du? Da, kombinieren mit. Ich krieg's einfach nicht hin, es tut mir leid, Leute. So, jetzt haben wir die Flasche mit 2 Litern. Jetzt müssen wir theoretisch nur das hinkriegen, dass wir da nochmal 2 Liter reinkippen. Aber wie soll das denn gehen? Finden wir noch eine. Ach, warte mal. Kann es sein, vielleicht, dass hier noch zufällig ich was übersehen habe? Liegt da noch eine dritte Flasche rum? Nee. Das ist nicht zufällig, oder? Wenn wir die ganze Zeit hier so abmühe. Oh, 3 Liter, 2 Liter. Kann man das kombinieren? Mit 5 Liter. Ich krieg wirklich. No. Naja. Gut, ich glaube, wir sitzen wirklich noch bis Mitternacht hier, ne? Also, macht's euch bequem. Es wird noch ein Weilchen dauern. Wahrscheinlich wird es wirklich noch ein ganzes Weilchen dauern hier. Ich werde wahrscheinlich so eine Special-Folge machen, ja? Das ewige Flaschen umschöpfen, ja? So. Thank you, that's very nice of you. I know I'm not the best one in logical puzzles, yeah? So, I try to use my brain, but it's very late, and my logical thinking is very, very, very low. So, this is a total nightmare for me, you know? It's so bad for me, but yeah. Die Kombinationen sind begrenzt, ja. Aber weißt du, du redest gerade mit jemandem, der 5000 Mal durch das gleiche Labyrinth läuft und nicht weiterkommt, so, ne? So. Was kann ich jetzt machen? Ich kann mal mit Sicherheit, die Flasche ist voll mit 3 Litern. Hier kommen 5 Liter rein. So, wenn ich die umkippe, habe ich hier auf der einen Seite 1 Liter. Und 1 Liter ist ja nicht die Lösung. Das heißt, ich müsste ja eigentlich 2 Liter. Na, warte mal. Warte mal, ich versuche mal was. Warte mal. Also kippen wir das weg. It's okay, it's entertainment anyway. Thank you, it's okay. But please have a little bit of patience with me. Okay, it's not my métier. Jetzt haben wir 3 Liter. Okay, von daher haben wir wieder 3 Liter auf der Seite. Du darfst mir zweimal reinkippen, einmal den 1 Liter, dann die 3 Liter. Ich weiß es ja eben nicht, aber es ist. Aber scheinbar nicht. Es wird ja jedes Mal resettet, wenn der kommt. Das heißt, wir müssen hier irgendeine Kombination ausführen, wo das
machbar ist. Ich will das nicht wieder umkippen, weil dann haben wir auf der anderen Seite 3 Liter. Okay. Dann müssen wir aber immer noch in diese Flasche. Das heißt, wir müssen eigentlich. Warte mal. Ja, we love to entertain you, ja. Doc, we love to entertain you. Es freut mich ja, dass ihr euch gerade total an meinem Versagen hier ergötzt. Also, da bin ich wieder am Anfang. Ich heule gleich, ey. Wirklich, das ist so schlimm, ich hasse es. Ich hasse es, wirklich. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt ein authentisches Spielerlebnis, ja. Ich würde so sagen, ich verzweifle gerade an wahrscheinlich den einfachsten Mathe-Rätsel auf der Welt, ja. Aber gut, so ist es. Ah, gib weg das Zeug. So, jetzt haben wir hier 2 Liter. Ne? Das ist schön. Warte mal. Ne, warte mal, wir kippen das mal. Ne, ergibt ja keinen Sinn. Das ist schon gut, dass da jetzt 2 Liter drin sind. So. Jetzt holen wir uns hier nochmal 3 Liter. Von 0 bis 5 ist alles möglich. Ja? Ist das so? Auch die 4. Schön. Ich weiß nicht, was ich mache hier. Oh, ist wirklich schlimm. Ja, warte mal, kann ich in diese kleine Feldflasche. Können da maximal 4 rein? Das geht ja auch nicht, oder? Also. Ich hoffe, ich muss das nochmal machen, also dann fange ich an zu weinen. Ich kann ja von den 5 Litern ein bisschen abtrinken. Ja, sehr lustig, wirklich. Sehr, sehr lustig. Es geht nämlich nicht. Ja. Boah, alles keinen Sinn hier. So, 3 Liter, 2 Liter. Was ist denn, wenn ich kippe? Soll ich das jetzt wegkippen? Warte mal, ich kippe das jetzt mal weg. So. Jetzt kombiniere ich das damit. Dann haben wir da die 3 Liter drin. Dann hole ich mir jetzt. Doch, du machst das jetzt hier nochmal. Lara, kann ich einfach reinpinkeln, wäre schneller. Ja, wahrscheinlich. Nee, das wollte ich nicht. Hol nochmal. Spiel und Spaß mit Wasserflaschen. 4 Liter pinkeln. ich hab 1 Liter. Immerhin. Oh, warte, warte, ich hab 1 Liter. Ich hab 1 Liter. Ich speichere. Jetzt kommt's. Es kommt was in mein Gedächtnis. Es baut sich was auf. So. Pass auf, jetzt folgendes. Ich hab's. Ich hoffe es. Ich hab's. So. Die 5 Liter kommen weg. Die 5 Liter kommen weg. So. Dann werde ich diesen 1 Liter in die Flasche kippen. Jetzt werde ich die kleine Flasche. Ich werde die kleine Flasche füllen. Ja, mega, nach 5 Stunden habe ich es geschafft. Juhu. Und werde sie endlich damit verbinden. Ich habe 4. Ich habe es geschafft, ey. Ich drehe langsam durch, ich merke das. Also, das Spiel macht mich wahnsinnig. Also. Und jetzt bitte triff auch. Gut. Er weint fast. Ja, ich bin innerlich komplett zerstört, ich sag's dir. Und jetzt kommt nochmal so ein Rätsel. Ich glaube, dann springe ich aus dem Fenster. Also, wahrscheinlich kommt nochmal so eins, aber. Ich habe jetzt gerade vor der ganzen Welt meine Mathe-Schwäche bloßgelegt, ne? Ist aber. Ist wie es ist. Okay, ich habe gespeichert, das ist das Wichtigste. Ich habe gespeichert, ist alles gut. Ich muss es nicht nochmal. Ich muss es nicht nochmal wieder machen. Das ist schön. So. Na komm, ich nehme das Schrotfinden, jetzt wird es rabiat hier, ist mir auch egal. So.